Die Fotoausstellung der Kinderkrankenschwester Heike Heinicke war im Januar und Februar in der Ärztekammer Westfalen-Lippe zu sehen. Uns erzählt sie, was ihre Reisen nach Eritrea damit zu tun haben. In der Ausstellung geht es um die Kinder, die ich während meines Einsatzes in Eritrea fotografiert habe in den letzten 7, 8 Jahren. Ich arbeite für den Verein Archimed, Ärzte für Kinder in Not. Es ist ein kleiner Verein, also ist als kleiner Verein gestartet 2010. Und mittlerweile sind wir fast 400 ehrenamtliche Mitarbeiter. Wir arbeiten in einem Team von Kinderkrankenschwestern und Kinderärzten. Handwerker, Medizintechniker sind dabei. Wir bauen eine Geburtsklinik auf in einer Provinzstadt in Eritrea, in der die Versorgung von Müttern und Kindern sehr, sehr schlecht ist. Wir schulen die Schwestern vor Ort, arbeiten auf der Station und versuchen einfach Hilfe zur Selbsthilfe zu gewährleisten. Der Verein finanziert sich halt ausschließlich über Spenden und deswegen machen alle von uns diese Arbeit auch hier in Deutschland mit Vorträgen, Ausstellungen oder Benefizveranstaltungen. Ich habe mir irgendwann mal überlegt, auch hier vor Ort Spenden zu sammeln und was zu machen. Und habe dann Ausstellungen gemacht mit diesen Kinderbildern und verkaufe die eben gegen eine Spende. Die meisten, die hier in Ausstellung jetzt hängen, sind im Herbst aufgenommen worden in Eritrea, letztes Jahr. Der Junge dort auf dem ersten Bild, das ist ein ehemaliges Frühgeborenes, was bei uns in der Klinik damals behandelt wurde von mir. Und der wog knapp über 1000 Gramm und hätte also ohne unsere medizinische Hilfe dort nicht überlebt. Ich habe einen sehr engen Kontakt mit der Familie gehalten und er ist jetzt mittlerweile 4,5. Diese Nachhaltigkeit dieses Projektes wird eben für mich jetzt durch dieses Kind auch weiter, immer weiter bestehen bleiben. Und das ist auch so der Ansporn, den man hat, diese Leute dort kennenzulernen, ein bisschen in diese Kultur einzutauchen und auch wirklich sie zu verstehen. Und das bereichert einen und das macht Spaß.